Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum Brain and Soul Talk. Im Rahmen des Brain and Soul Networks spreche ich heute mal wieder über das Thema, wie man in besonders widrigen Umständen Lebensfreude, wie man gehobene Gestimmtheit, wie man ein positives Mindset erlangen kann. Mein Name ist Michael Sandfoss. Ich freue mich wirklich sehr, immer mit Expertinnen und Experten zu diesem Thema sprechen zu dürfen. Und freue mich vor allem heute sehr auf die heutige Gesprächspartnerin, denn sie ist eine wahre Meisterin in diesem Bereich. Sie vereint so viele unterschiedliche Qualitäten und Fähigkeiten, dass man es eigentlich kaum glauben kann. Und ich muss wirklich hier stutzen, ob das wirklich so viel sein kann, aber es sind bestimmt mindestens 5 Funktionen. Ich beginne mal mit dem, was sie seit 20 Jahren macht, nämlich Trainerin und Coach und Keynote-Speakerin, insbesondere für emotionale Intelligenz und Persönlichkeitsentwicklung im Leadership-Segment. Aber sie ist eben auch eine legendäre Kabarettistin, Dr. Vaska Grasginski, die Sexualpsychologin aus altem tatarischen Geschlecht, reißt immer die Leute regelmäßig vom Hocker. Wir haben das auch schon im Brain and Soul Club abends erlebt, was da abgeht, wahre Begeisterungsstürme. Und nicht umsonst ist sie deswegen auch Expertin für unkonventionelle Business Events. Sie ist künstlerische Leiterin für den Bereich Mindset Events bei den Impulspiloten und hat zum Beispiel jetzt gerade aktuell hybride Events entwickelt, über die sie gleich sprechen wird. Ja, aber nicht genug. Sie ist auch in Gremien und in Vereinen sehr stark engagiert. Und zum Beispiel Vorstand als auch Akademie-Expertenratmitglied der German Speaker Association, immerhin der zweitgrößte Rednerverband der Welt. Und sie ist auch Vorstand im Moderatorenverbund Deutschland. Jetzt denkt man, das ist ja kaum zu schaffen, aber ein wahres Multitalent, ein echtes Role Model. Heute hat Jan auch noch einen 5. Job, nämlich Mutter. Sie ist Mutter von 2 Kindern. Und wie sie das alles unter einen Hut bringt, wird sie uns gleich berichten. Herzlich willkommen, Vaya Lisa Weber. Hallo, hi, hallo. Freut mich Wow, wirklich was für eine sehr. Ankündigung. Naja, es ist wirklich beeindruckend. Ich muss schon tatsächlich sagen, ich habe so eine Anhäufung von verschiedenen von Ämtern und auch von verschiedenen Bereichen noch nicht erlebt. Du musst auf jeden Fall ein Multibegabt sein, was sicher auch manchmal herausfordernd ist. Für Die Umgebung vor allem. Wie bitte? Für die Umgebung vor Die allem. Umgebung vor allem. Also ich habe es bisher nur als äußerst inspirierend und angenehm erlebt. Also ich möchte mit dir heute tatsächlich über das Thema sprechen, wie man gerade jetzt in diesen widrigen Zeiten zurechtkommt. Du hast ja auch diese vielen Redner, Kollegen und Moderatoren. Du weißt, was da gerade alles abgeht. Du bist ein Ausgrund von Lebensfreude und von gehobener Gestimmtheit. Deswegen für mich eigentlich die ideale Kandidatin, um darüber mit dir zu reden. Also im Grunde hast du das positive Mindset entweder geerbt oder dir irgendwie angeeignet, was du da genau gemacht hast. Denn für mich ist das die Basis, um auch gesund zu sein und gesund zu bleiben. Man muss ja hoch schwingen. Manche sagen höher als der Virus, der schwingt in einer gewissen Frequenz. Und wenn wir viel höher schwingen, dann kann uns der Virus nicht packen. Ja, und außerdem sollen wir ja alle auch noch wahnsinnig kreativ sein, ständig voller Power und das zu Hause im Homeoffice. Also man fragt sich natürlich schon, wie kann man das überhaupt schaffen? Liebe Vaya, deswegen zum Einstieg meine wirklich ernst gemeinte Frage, wie kann man nur all dies unter einen Hut bringen? Oh, ich mache halt einfach total gern Dinge, die mir Spaß machen. Und ich gehe eigentlich immer gern so meiner Energie nach. Wo zieht es mich hin? Was finde ich spannend? Und da ich das sehr konsequent durchziehe, bedeutet das, dass ich dadurch immer viel Energie zur Verfügung habe, weil ich mich halt eben wirklich auf die Dinge konzentriere, die so für mich am hellsten erscheinen. Und das sind halt mehrere Bereiche. Die haben irgendwo alle mit Bühne zu tun. Also wenn du reinguckst, das hat alles mit Bühne zu tun, das hat alles mit Performance, mit Menschen zu tun, mit Bühnenpräsenz und da natürlich auch im nächsten Schritt das Netzwerk. Ja? Also einfach gute Leute um sich zu haben, kreative Leute um sich zu haben, mit kreativen Leuten gemeinsam tolle Sachen zu bauen, zu machen. Das ist das, was mich einfach nicht nur trägt, sondern mir auch sehr viel Energie gibt. Also es sind alles Dinge, die mir wenig Energie nehmen, aber viel geben.
Und ich glaube, das ist das Geheimnis dahinter. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist man ja nicht immer gleich in dieser Lage, in dieser Situation. Mhm. Wann konntest denn du den Schalter umlegen, um all deine Interessen und all deine Talente auch leben zu können? Ich meine, die meisten fangen ja eigentlich nicht an, indem sie sich mal quasi selbst verwirklichen, sondern haben noch ganz andere Tätigkeiten. Wie hast du das geschafft, dein Ding zu machen? Naja, es gibt ja so diese zwei Grundmotivationen. Einerseits hinzu, man findet ein Ziel toll, man findet ein Ziel attraktiv und will es unbedingt erreichen. Und die andere Motivation ist weg von. Das heißt, man findet eine Situation so unerträglich, mag sie nicht, man mag sich selber nicht, das, was man tut, nicht. Und das ist dann Anlass dazu, für Veränderung zu sorgen. Gab es diese Momente bei dir? Wann hast du das so? Ja, klar. Absolut. Und da ich ganz, also ich habe wenig Talent, mich schlecht zu fühlen. Das heißt, du hast viel Talent, dich gut zu fühlen. Ja, ist das eine. Und ich muss Spaß an Dingen haben, sonst stellen sich bei mir einfach so ein paar Phänomene ein, die wahrscheinlich jeder kennt. Ich fühle mich plötzlich müde. Ich fühle mich schwer. Ich komme nicht in den Quark. Ich will nicht in mir. Das ist für mich ein relativ schnelles Zeichen, wenn das zu lange andauert, dass ich das schleunigst hinter mir lassen sollte. Okay, und das hast du ja offensichtlich geschafft. Also du gehst im Prinzip deiner Freude nach. Das habe ich jetzt schon gemerkt und hast offensichtlich auch irgendwie dein Privatleben so geordnet, dass du das eben auch tun kannst mit Familie und Kindern. Da spielt dein Mann auch eine gewisse Rolle, oder? Ja, klar. Also wir sind seit 23 Jahren zusammen und auch er hat ein Unternehmen. Das heißt, er macht Väter-Söhne-Camps, wo er mit Vätern und ihren Söhnen in unterschiedlichen Altersgruppen auf den Berg raufgeht, in Kitzbühel, 3 Tage, 5 Tage in der Woche, aber auch nach Costa Rica. Also richtig wilde Abenteuerreise oder auch Segelturns in Kroatien. Also auch er macht das, was ihm Spaß macht und was seine Berufung ist. Mhm. Das heißt, ihr habt da eine schöne Balance für euch beide gefunden, offensichtlich. Ne? Mhm. Was mich bei dir immer so wahnsinnig beeindruckt, ist deine Kreativität, also deine Lebensfreude gepaart mit unglaublich Kreativität und ja auch ungewöhnlichen, also diese Kabarettfigur, Vaska Kraskinski, die ist wirklich außergewöhnlich. Das ist ein Theaterstück, was du da quasi aufführst. Du interessierst dich ja grundsätzlich für ganz viel in diesem Bereich. Kreativität ist ja gerade aktuell ein großes Thema. Wir müssen einfach neue Wege finden, wir müssen uns neu aufstellen und so weiter. Du als kreativer Mensch und auch im Zusammenspiel mit den vielen anderen Rednern, was uns da mitgeben, um einfach diese Kreativität auch auf die Straße zu bringen, um das auch machbar zu umzusetzen, ja, und rumzureden, sondern wirklich was Neues zu gestalten. Du wirst ja nachher gleich berichten, aber was ist die grundsätzliche Fähigkeit, die du spürst und siehst, auch bei anderen, die es schaffen? Also in erster Linie einfach mal, das klingt jetzt blöd, aber wir sind nicht in einem Kriegsgebiet. Das heißt, einfach mal zu vertrauen, dass es schon gut werden wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch manchmal, ich muss ja dazu sagen, mit den ganzen Sachen, die ich mache, bin ich eigentlich fast überall, habe ich nur Stornos. Ja, also momentan, ja, keiner braucht ein Live-Training, Veranstaltungen sind abgesagt. Es liegt gerade alles. Und das kann, und wenn ich mir so unterschiedliche Prognosen angucke, durchaus das ganze Jahr so gehen jetzt, gerade in meiner Branche. Mhm. Weil vermutlich die meisten Unternehmen, wenn dann die Krise mal zumindest so weit im Griff ist, dass wir wieder frei uns bewegen können, dass die meisten Unternehmen mit was anderem beschäftigt sind als mit Weiterbildung. Mhm. Das kann durchaus sein. Aber dieses Vertrauen zu haben, es wird schon gut sein. Und was mir auch hilft, ist, nicht zu weit in die Zukunft zu denken. Also schon mal strategisch mich auseinanderzusetzen. Ne? Habe ich gestern zum Beispiel mal gemacht und einen ordentlichen Finanzplan auf die nächsten 1,5 Jahre. Aber dann wieder parallel zu sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht, ich habe das mal gefaced, aber ich gucke ansonsten nicht weiter wie übermorgen. Das beruhigt mich einfach. Also ja. Ganz im Hier und Jetzt und dankbar mit dem, was so geschieht. Und wenn du jetzt so die Kollegen anschaust in der Speakers Association, das sind ja alles tolle Leute, die
gerade wirklich Neues tun? Was beobachtest du da? Also das einerseits, wir rücken sehr nah zusammen, trotz Social Distancing. Das heißt, wir haben jeden Freitag haben wir ein Meeting, wo alle Mitglieder locker mit reinkommen können. Am Anfang haben wir alles über Zoom, genau. Ja. Ich komme gerade von der Vorstandssitzung raus, auch über Zoom. Jetzt machen wir zum Beispiel jeden Freitag auch, kombinieren wir das mit Content. Ganz viele Mitglieder, die schon weit fortgeschritten sind in der Digitalisierung, die geben ihr Wissen frei, jetzt im Speziellen auch für gerade für die Branche. Sind alle auf dem Weg, sich irgendwie mit Webinaren, mit allem Möglichen auseinanderzusetzen, was sie anders machen können, was sie anbieten können. Und ich glaube, ich fühle mich so, als würden wir alle gerade in so einem riesigen Klassenzimmer sitzen, ja. Und bei allen ist irgendwie die Lernkurve gerade sehr, sehr steil. Ja, und manche haben sich halt schon früher damit auseinandergesetzt und ihre Sachen digitalisiert. Andere haben gesagt, nee, ich muss live mit Publikum. Und da findet jetzt gerade ein sehr großes Umdenken statt. Ne? Du hast ja da gerade speziell dafür noch einiges überlegt, denn du bist ja als kreative Unternehmerin und Live-Event-Expertin mit den Impulspiloten zusammen jetzt unterwegs gewesen und hast sogenannte hybride Events entwickelt. Kannst du erklären, was deine Antwort auf diese schwierige, herausfordernde Situation ist zu dem Thema Events? Also ich muss dazu sagen, hybride Events als solche, das gibt es ja schon. Und wir bei den Impulspiloten, wir waren vor der großen Herausforderung und wir sind spezialisiert für generell Business Events und Spezialisten da und hatten dann kurz vor dem Shutdown eine Veranstaltung, bei der es hieß, okay, können wir die ganz schnell digitalisieren? Und nicht einfach nur digitalisieren, wie es halt ganz viele, ohne jemand jetzt auf die Füße treten zu wollen, aber ich sehe halt bei ganz vielen Online-Kongressen sehr viel, wie soll ich sagen, es ist halt technisch nicht besonders aufbereitet und es ist, ne, und wie können wir das wirklich, wirklich, wirklich schick machen? Und dazu muss ich sagen, dass wir bei den Impulspiloten einerseits die Stärke haben, dass wir künstlerisch und dramaturgisch perfekt aufgestellt sind. Wir haben einen genialen Regisseur dabei, Matthias Messmer, der jahrelang vom Start weg in Berlin verantwortlich war als Regisseur für die Blue Man Group zum Beispiel. Ja? Oh, wow. Also wir können dramaturgisch, können wir alles bauen, künstlerisch. Ja? Wir haben ein Netzwerk von Freelance-Künstlern, mit denen wir aber schon seit Jahren engstens zusammenarbeiten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir ein ganz cooles, wir haben total geiles Technik-Knowledge und im Speziellen da auch über Thorsten Jekyll. Und all das verbinden wir im Haus. Also die technische Expertise, die künstlerische Expertise und das natürlich in Kombination hat es uns ermöglicht, innerhalb von 24 Stunden aus diesem an sich geplanten Offline-Event einen hybriden Event zu bauen. Und zwar so cool, das war wie ein TV-Format, wo wir, und da ist jetzt die Unterscheidung, was ist denn eigentlich ein Online-Event oder ein Online-Kongress und was ist ein hybrider Kongress? Ja. Also hybrider Kongress ist so die Mischung aus Online und Offline, sozusagen die Verbindung von beiden, wo wir aus beiden Welten Sachen zusammenpacken und miteinander verbinden. Das bedeutet auch intensive Interaktion mit den Zuschauern. Über also auch Quizzes. Mit denen, die die online zugegen sind. Genau, gerade. Also die wählen online, sich. Offline-Interaktion. Genau, wir konnten uns ja nicht treffen. Wir hatten nur ein ganz kleines Team vor Ort und konnten praktisch die Leute über einen Link dazu einladen, dass sie in den Livestream mit eintauchen, Nummer eins, und parallel aber über ihre Handys, über ihre Smartphones sich nochmal zusätzlich einwählen und an Umfragen teilnehmen konnten. Quizzes zu jedem einzelnen Vortrag gab es dann im Abschluss dann Quizfragen, um den Wissenstransfer zu sichern und so weiter. Das heißt, die Leute waren eigentlich den ganzen Tag beteiligt und was wir auch nachmessen konnten, 90% der Zuschauer blieben auch den ganzen Tag mit an Bord. Ja, und da die Aufmerksamkeit auch zu bündeln, das ist eben hybrid und nicht einfach nur Online-Event. Ja. Also dein Know-how sozusagen in diesem, nennen wir es mal Neuromarketing-Bereich mit Emotionalisierung, wird
insbesondere über Kreativität in der Umsetzung, also über die Experience geschaffen, sodass die Leute dann bei der Stange bleiben und trotz diesen vielen Videocalls und Zoom-Calls, also was es alles so gerade jetzt gibt, bei der Stange bleiben. Und dann, ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Momentan sind die Leute ja auch ein bisschen erschöpft von den vielen Videocalls, die manchmal gut oder besser laufen. Und ja, das finde ich sehr interessant. Und wer ist deine Zielgruppe für diese Events? Du, das sind, also wir haben so drei Szenarien. Das eine ist natürlich, dass gerade sehr, sehr viele Unternehmen ganz viele Mitarbeiter klar in den Homeoffices haben, das aber an sich da nicht besonders erfahren sind. Ja? Ich habe hier heute ein Telefonat geführt mit einer erzählten Unternehmerin. Die hatten 400 Leute im Office, im Homeoffice, und innerhalb von 2 Tagen hatten sie 2.500 im Homeoffice. Ja. Tja. Und da sind natürlich auch die Führungskräfte komplett überfordert, wie digital zu führen. Mhm. Und da bieten wir zum Beispiel Unternehmens-TV. Das ist so 2 Stunden in der Woche, ein paar Wochen lang, wo die Unternehmensspitze direkt mit den Mitarbeitern kommunizieren kann. Und auch wenn sie keine Vorhersagen treffen können, zumindest da sein können. Mhm. Und sich Zeit nehmen und auch zeigen, hey, wir sind da, wir Nahbarkeit herstellen. Ne? Das ist so ein Szenario. Ein anderes Szenario ist, wenn jemand natürlich schon eine Veranstaltung hat, Tickets sind verkauft. Und wie kann er das jetzt Ganze professionell und digital sozusagen anbieten? Das ist das zweite Szenario. Und ein drittes Szenario, da geht es um eine Award-Verleihung, die unbedingt passieren muss, ja, also, oder die unbedingt durchgeführt werden soll. Und wie macht man das jetzt? Ne? Also es sind so unterschiedliche Veranstaltungen, die stattfinden müssen. Veranstaltungen, die, bei denen das Ticketing ein großes Thema ist, weil es den Veranstalter sonst in die Bredouille bringt und er was Ordentliches stattdessen bieten möchte. Oder eben Unternehmen zu unterstützen in der Art und Weise, wie sie mit ihren Mitarbeitern im Homeoffice kommunizieren. Das sind so, ja. Aber es ist auch so dieses, ne? Man spricht ja gerne von Krisenintelligenz. So, man hat also Fähigkeiten, man hat Leute, die man kennt, das Gewohnte klappt nicht mehr, weil das ist jetzt einfach weg. Ja? Und die Frage dann, sich zu stellen, was können wir noch anbieten oder was können wir anders machen? Ne? Und jetzt ein Freund von mir, mit dem habe ich gestern telefoniert, der war bei einem Online-Kongress, der nannte sich Unternehmerton. Es gibt ja den klassischen Marathon, wo man läuft. Dann gibt es den Hackathon, wo sich ITler sozusagen 24, 48 Stunden lang einspielen und wie wild verrücktes Zeug programmieren, alle verrückten Ideen ausprobieren und dann schauen, was kommt denn dabei raus. Und das hat sich, ich glaube, das war Stefan Merath, als Beispiel genommen, um einen Unternehmerton zu starten. Okay. Und Stefan, ein guter Freund von mir, hat dann erzählt, wow, da war eine Idee, so ganz viele, ganz viel technischer Support, also die Leute, die bei den Events sozusagen die Kamera führen und alles, die haben ihre ganzen Gerätschaften in der Garage zum Teil stehen und können nichts damit tun. Und die Frage war, was könnten wir denn damit tun? Mhm. Und dann war plötzlich so die Idee, Mann, wir könnten doch wie früher so Autokino machen. Wir haben die Bildschirme, wir haben die Technik und zu zweit darf man zumindest in Deutschland oder mit den Menschen, mit denen man lebt, zusammen sein. Warum nicht Autokino zu machen? Ja? Was können wir mit dem Ganzen und so ganz neu zu denken? Und das klappt halt im seltensten Falle, wenn man das alleine grübelt, sondern wenn man sich mit ein paar Leuten zusammentut und einfach mal, ja, brainstormt, ja, gute Stimmung hat und mal schaut, was können wir gemeinsam machen. Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt einfach auch Teamwork, also zusammenarbeiten einfach. Ja. Und schauen, wie können wir Synergien schaffen, welches Wissen. Und du dann natürlich. Das ist optimistisch zu sein, oder? Für ja, die Zukunft. Ja, was nützt mir Pessimismus? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, also ein anderer, das war auch ganz spannend, bei einer anderen Sitzung, die wir gerade hatten, sagte jemand, schaut's mal her, es wäre ganz interessant mal zu gucken, was hast du, du hast jetzt irgendwie eine Zeit lang eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt. Ja, ich rede jetzt im Speziellen oder gerade die Leute, die selbstständig sind oder Unternehmer sind. Und gerade
Schwierigkeiten haben, mal zu gucken, was hat man denn davor gemacht? Welche Kompetenzen hat man in seinem Leben noch, die man schon lange vielleicht nicht mehr gebraucht hat? Mhm. Und die vielleicht jetzt wieder zu aktivieren, ja. Und also ich glaube, dass die meisten Menschen einen ganzen Fundus an Erfahrungen haben, von denen sie jetzt gerade vielleicht gar nicht mehr wissen, dass sie sie noch in sich haben. Und da mal zu schauen, was kann ich denn noch alles gut, ja. Spricht jetzt der Coach für emotionale Intelligenz und Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen richtig. Was bietet du da im Moment an, gerade für diese Phase? Hast du da spezielle Angebote oder greifen da die alten Konzepte genauso? Also ich habe meine Sachen nicht digitalisiert. Also ich habe keine Webinare und so weiter. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das mein Weg sein soll. Wie ich vorher gesagt habe, ich gehe immer der Freude nach. Und da ist sie gerade nicht. Es würde mir gerade wahrscheinlich sehr viel Mühe und dadurch auch sehr viel Energie kosten, wenn ich jetzt anfangen würde, also ich habe so eine ganze Seminarreihe zum Thema emotionale Intelligenz, das zu digitalisieren. Das ist für mich jetzt gerade nicht Thema. Ja. Okay. Was ich natürlich weiterhin tue, ist zu coachen. Das habe ich schon vorher auf Zoom gemacht. Das mache ich auch jetzt. Und momentan ist voller Fokus auf hybride Events. Ja. Und daran zu konzipieren, ich habe gestern Nacht habe ich ein Angebot fertig gemacht. Das war so cool. Ich bin bis um 3 vor diesem Ding gesessen. Und da war noch eine Idee und so kann ich das gestalten und so. Und das ist, glaube ich, die beste Art, diese Zeit jetzt einfach zu überbrücken. Weil ich kann vielleicht auch davon ausgehen, dass das mit einem 100% Storner bis Ende des Jahres mitunter tatsächlich anhält. Das könnte durchaus sein, ja. Aber damit will ich mich nicht beschäftigen. Ich beschäftige mich jetzt einfach mit coolen Sachen und bei denen ich das Gefühl habe, das ist jetzt das Richtige. Das ist das jetzt, was ich zu tun habe. Wie gewinnst du diese Kunden dafür, diese neuen Kunden? Kennst du die schon oder gehst du neue Wege, die zu... Natürlich, erstens habe ich natürlich selber Kunden und das andere ist natürlich, ich kenne auch Leute, die viele Leute kennen. Mhm. Und da ist auch wieder Netzwerk ganz wichtig, ne? Es einfach auch anzufragen, sagen, hey, kennst du jemanden, dem das gerade helfen könnte, was hier ist? Ne? Und wir wirbeln ja bei den Impulspiloten ja jetzt gerade auch eine Menge auf, indem wir das mit Artikeln, mit Filmen etc., wo wir das einfach auch vorstellen. Und da kommen jetzt auch die ersten Anfragen rein. Und das ist klasse. Also nicht nur, dass wir auf Leute zugehen, sondern dass Leute auf uns zukommen. Und wir Leute natürlich aus unserem Kundenstamm natürlich auch aktiv fragen, klar. Sehr schön, sehr schön. Also, wenn du jetzt zusammenfassen, wir haben nämlich jetzt tatsächlich auch schon wieder eine halbe Stunde. Aber schon, wow! Es geht so schnell. Ja. Vielleicht so als kleine Abschlussrunde. Mhm. Wenn du all deine Erfahrung, all dein Wissen zusammenpackst und sagst, also wenn man jetzt gut durch diese Zeit kommen will, was sind für dich so die wichtigsten 2, 3 Punkte, die du und du selbst und deine Freunde, Bekannten und deine Umgebung im Businessbereich, aber eben auch anderen mitgeben möchtest? Ich glaube, ein routinierter Tagesablauf ist wichtig. Mhm. Ja, also wir haben Montag bis Freitag einen absoluten Plan. Ne? Also so auch mit den Kids. Wir stehen auf, mein Mann macht Homeschooling mit den Kids. Ich koche was Leckeres, auf das sich alle freuen dann mittags. Ich bin im Homeoffice. Nachmittags sind mein Mann und ich beide im Homeoffice. Die Kinder springen draußen rum. Die haben sich jetzt gerade ein Zelt gebaut, weil die Osterferien wollten wir eigentlich nach England. Jetzt sind sie im Zelt dann. Mhm. Routine. Ja, das ist also ganz wichtig. Ein strukturierter Tag. Ein strukturierter Tag, wo ich mich auch entlanghandeln kann. Ja? Mhm. Das nächste ist sicherlich einfach auch auf sich zu schauen, ob das Bewegung ist, ob das eine gute Ernährung ist, ob das, es sind jetzt ganz viele Leute, die gerade ganz viel Alkohol auch trinken und die ganzen Scherze, die ich kriege. Ne? Alkohol verstärkt natürlich jedes Gefühl. Und wenn man sehr positiv ist, ist das toll, aber wenn man sich Sorgen macht, ist das gerade nicht so toll. Ne? Ja, der Konsum ist deutlich gestiegen. Ich habe gerade den neuesten Daten gesehen. Es ist gerade auch bei jungen Leuten mit mehr Alkohol getrunken denn je. Ja.
Und dann vorsichtig miteinander zu sein, ne? Also liebevoll miteinander zu bleiben, also diese Qualität des Zusammenlebens zu schätzen wissen, ne? Dieses Guten Morgen miteinander, gemeinsam Kaffee trinken und so weiter. Das sind so die einen Sachen und dann parallel das soziale Leben zu pflegen. Wir haben sogar bei der GSA jetzt am Freitag wieder eine Party gemacht, ja. Weißt du? Der Ralf Schmidt, du kennst ihn ja, er ist auch der Geschäftsführer der Impulspiloten, der hat aufgelegt, ich habe die Vortänzerin gemacht, wir waren Gastgeber und alle Leute haben zuerst, na ja, gucken wir mal und plötzlich haben alle mitgedanced und das war so klasse, einfach nur eine Stunde Socializing, ja. Ich habe jetzt gehört von einer anderen Kollegin, die hat sich sozusagen Zoom auf den Bildschirm geladen, ihre Freundin auch und sie haben gemeinsam gekocht. Ganz und gut. Auch zu schauen, natürlich hat man wahrscheinlich Leute in seinem Umfeld, den einen oder anderen, gerade jetzt Verwandte oder so, die sich vielleicht Sorgen machen. Aber ansonsten einfach zu gucken, dass man auch mit vielen Menschen zu tun hat, die positiv sind, die kreativ sind, die, wenn man mit ihnen telefoniert hat, wenn man mit ihnen gesprochen hat, dass man sich nachher noch besser fühlt. Ja, das sind einfach so, ja, Kontakte, Routine, auf sich schauen. Und auch würde ich noch dazu sagen, es ist wichtig, dass wir natürlich informiert sind, aber Achtung, zu viele Nachrichten, zu viel sich mit Corona zu beschäftigen. Also ich will es nur sagen, je mehr wir uns mit Angstmachendem beschäftigen, umso mehr wirkt es auf unser Reptiliengehirn. Und irgendwann kriegen wir es mit der Angst zu tun. Also ausgewählt Nachrichten zu gucken. Offensichtlich gelingt es dir, liebe Weiher. Offensichtlich hast du da einen richtigen Weg gefunden, die richtige Balance. Das freut mich sehr. Du hast ja auch dem Club Brain and Soul Netzwerk schon unglaublich viel Positives gebracht und Menschen eingeführt und Impulse gesetzt und so weiter. Und ich hoffe, dass wir noch sehr viele, sehr oft zusammen dieses erleben dürfen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass du gestärkt wahrscheinlich noch erfolgreicher aus dieser Krise hervorgehen wirst. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben ganz schnell die Zeit hier rumgebracht, kann man sagen. Wow, wow. Das ging jetzt wirklich in den Flug, ne? Ich habe gerade mal geschaut und schon ist wieder über eine halbe Stunde vorbei und das ist eigentlich schon erstaunlich. Man könnte jetzt noch viel sprechen und ich glaube, es gibt ja einiges, was du auch, sagen wir mal, noch vielleicht online oder an Informationen vielleicht haben kannst. Kann man mit dir in Kontakt treten? Also was ist der Call to Action heute, um mit dir in Verbindung zu treten, wenn man irgendwie Events möchte oder Beratung in jeglicher Hinsicht? Ja, also wie gesagt, jeder, der sagt, wow, ich bräuchte jetzt eine Lösung, um meinen Event zu digitalisieren, weil den haben wir im Juni, im Juli, im September. Wir sind uns nicht sicher, wir wollen das gleich machen, dann einfach melden. Also brauchst du meine Mailadresse? Sag sie doch mal. Okay. Oh, Vaya, also VAYA, wie Vaya Kundius, Visa-Weber@impulspiloten.de. Ja, wer ein Coaching haben möchte, kann sich auch melden. Also jeder, der das Ding aufgeschrieben hat, kann sich bei mir auch melden. Herzlichen Dank, Maria, für dieses wunderbare Gespräch. Dankeschön. Unser nächstes Treffen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.